Hartmut Engler, Frontmann von PUR und leidenschaftlicher Bietigheimer, ist extrem heimatverbunden. Unsere Stadt ist ein Erlebnis PUR. Und glühender Fan der Eishockeymannschaft seiner Stadt. Zum Aufstieg in die erste Liga hat er ihnen sogar diese Stadionhymne geschenkt. Das mit dem Plattmachen hat nicht so gut geklappt. Der Abstieg ist sicher und jetzt soll es mit der Hilfe eines Sponsors gleich wieder nach oben gehen. Grüß dich. Und bitte schöne Schuhe. Ah, natürlich. Also wenn es um die Steelers geht, dann kann ich meine Steelers-Schuhe anziehen. Das ist ja geil. Steelers-Geschäftsführer Volker Schuch ist mit Hartmut auf dem Weg ins Eisstadion zum Treffen mit dem Sponsor. Ich bin gespannt. Und heute ist unser Tag, Hartmut. Ja. Du wirst jetzt gleich die Familie Richter kennenlernen. Richter? Okay. Schweizer. Stinkreich. Ja, und diese stinkreichen Schweizer soll vor allem Hartmut als Sponsoren mit ins Boot ziehen. Also, wenn wir so ein Zugpferd haben wie dich, der hier mit in die Bresche springt, das ist ja auch... Ja, du, ich, wenn man mich um sowas bittet, warum soll ich Nein sagen? Zu Hartmuts Reisebegleitern gehört auch die komplette Profimannschaft der Steelers, die mit mir und meinen Leuten Hartmut Engler gehörig aufs Glatteis führen wird. Die Jungs begrüßen ihren Hartmut überschwänglich. Und auch der neue Sponsor samt Gattin wird gebührend empfangen. Vorsicht! Ich darf vorstellen, Familie Richter, Manfred Richter, Katharina, Hartmut Engler. Herr Engler, schön, Sie kennenzulernen. Oben im VIP-Bereich erklärt der Schweizer, ich bin von der Money Investment, dass er eigentlich nur ein Ziel hat. Dass wir die Steelers nach oben bringen. Ja, die Steelers nach oben bringen, finde ich gut grundsätzlich. Ist gut, oder? Es hat sehr viel Spaß gemacht, jetzt die letzten zwei Jahre in der ersten Liga. Es geht vom Maskottchen über Besucheransprache, direkte Besucheransprache, zu auch einer musikalischen Überraschung. Hm? Die erste kleine Überraschung gibt's schon mal vorweg. Ich bin ein großer, großer Fan von Ihnen. Auch die Sponsorengattin hat so ihre Pläne mit Herrn Engler. Ich singe tatsächlich ganz viel bei Geschäftsterminen von meinem Mann auf großen Firmenveranstaltungen. Und da bin ich dann oft für das Programm halt einfach zuständig. Und es ist tatsächlich so, dass das große Finale fast immer ein ganz großer Song von Ihnen ist, Herr Engler. Mhm. Darf ich noch ganz kurz? Oh Gott, das ist so schön. Lange nichts mehr aufgetankt. Die Batterien sind leer. Die Batterien sind leer. In ein Labyrinth verstrickt. Oh, ich sehe den Weg nicht mehr. Ich will weg. Ich will weg. Ich will raus. Ich will wünsch mir was. Und ein kleiner Junge nimmt mich an die Hand. Ein größerer, aber wunderbar, wunderbar. Danke schön. Ganz toll. Ist begabt, oder? Und sehr mutig. Und jetzt kommt's. Wir könnten also doch wirklich darüber nachdenken, dass ich dann ein Duett singe mit Ihnen, im Background was machen könnte. Wenn wir da irgendwie zusammenkommen würden, aber das... Ein Duett wäre vorstellbar für Sie? Das kann ich so im Moment einfach, da müsste ich erst mal ein paar Versuche starten. Ja, das beeinflusst natürlich auch meine Entscheidungsfreudigkeit hier. Also, ja. Sie treffen die richtigen Entscheidungen genauso wie ich. Also ja. Das ist, nicht wahr? Ich glaube, das wird was. Danke. Sehr gut. Ja, wir gehen mal aufs Eis runter und wir haben ein bisschen was vorbereitet. Genau. Okay. Ja? Gelegenheit für Hartmut, seine ersten Eindrücke mit seinem Manager Götz zu besprechen. Natürlich ist der auch mein Komplize. Grüß dich. Du weißt doch, dass ich da heute so eine Besprechung habe mit den Steelers wegen eventuellem Sponsoring. Und ich fühle mich da jetzt ein kleines bisschen unwohl. Sie hat mir direkt am Tisch gleich was vorgesungen. Ich war völlig perplex. Ich mache ja dann auch mit, weißt du, er hat mir ziemlich unverblümt zu verstehen gegeben, dass irgendwie sein Engagement hier durchaus damit zu tun hat, ob ich mich bei seiner Frau musikalisch engagiere. Also ich werde versuchen, mich da rauszureden,
dass wir da Zeit gewinnen und dass wir uns das in aller Ruhe angucken. Aber jetzt gucke ich mir erstmal diese Marketing-Idee. Okay, bis gleich. Ja. Tschüss. Ciao. Ja. Komm, wir fahren mit dem Aufzug runter. Die Steelers sind der einzige Erstligaverein, der noch kein Maskottchen hat. Das soll sich mit dem neuen Sponsor jetzt ändern. Es ist eine Weltpremiere, Herr Engler. Okay. Eine Weltpremiere. Herr Engler, lassen Sie sich überraschen. Weltpremiere, Herr Engler. What the hell? Das ist unser Maskottchen. Sie sehen die Symbolik, oder? Der Aufstieg, das ist sichtbar, oder? Also das sehen Sie. Das ist wahnsinnig stark. Wenn ich beim Hingucken erstmal Nein denke, dann denke ich, okay, die Symbolik ist ja. Mhm. Genau. Respekt. Wir haben schon den Slogan schon drauf, Money Investment Pur. Dieses schöne deutsche Wort ist zugleich natürlich auch der Name des größten Steelers-Fans. Ob da Pur draufsteht, das ist dann eine Frage, die man mit mir und meiner Band klären muss. Mhm. Ach so. Ja. Sollen wir mal ein Foto machen vor dem Maskottchen? Schön. Schön. Ja? Alles drauf. Ah, stopp. Wir haben ja noch das, genau, das T-Shirt. Ach so, genau, das ja, genau. Vielleicht könnten Sie das Trikot, anziehen, können Sie mal das Trikot anziehen? Nein, nein, sorry. Ich bin schon gar nicht mit Pur. Aber es sieht mega aus. Also dann halten wir es vor uns. Es ist okay für Sie, wenn wir es vor uns halten. Euch ist okay. Ja, machen Sie noch eins. Machen Sie noch eins, das wäre doch schön. Und Hartmut, genau, Apfelstuhl. Und alles sind wieder drauf. Perfekt. Zwei Bilder gemacht. Danke. Sehr gut. Das war noch lang nicht alles. Schauen Sie mal da oben. Sehen Sie, wo Ihr Platz ist? Reihe 4, Platz 24. Ja. Ich sehe da was, aber was ist der? Ja, der ist nämlich dort nicht mehr. Der ist dort nicht mehr. Und das ist jetzt die nächste Überraschung. Ja, genau. Aber das müssen wir Ihnen oben erklären. Das ist. Darf ich halten? Ihr Stuhl? So, wir haben jetzt hier im ersten Drittel, haben wir gedacht, Sie sitzen und schauen das Spiel an. Ja? Auf Ihrem Stuhl, der dann wieder jetzt da ist. Alles gut. Soweit klar. Ja. Nicht wahr? Genau. Dann im zweiten Drittel montieren wir den Stuhl ab. Sie signieren den Stuhl. Und dann machen wir in der Pause vor dem dritten Drittel eine Versteigerung. Ja? Mhm. Der Meistbietende kriegt dann den Stuhl mit Ihrer Unterschrift. Also ich kriege dann aber schon wieder einen Sitz? Nein. Wir werden schon einen Platz finden. Also ist ja kein Problem. Ja. Genau, im letzten Drittel. Aber ich muss den nicht selbst verlosen. Das ist natürlich Teil des Marketingkonzepts, Herr Engler. Sorry, nicht drin. Nicht machen werde ist Stühle, auf denen ich in der ersten Drittel gepupst habe, den Leuten unten verkaufen. Nee, sorry. Da bin ich. Das ist eine große Wertsteigerung, nicht wahr? Das müssten Sie mir rausrechnen, was diese Aktion pro Jahr bringen würde. Dann würde ich mir überlegen, lassen Sie das und ich bezahle das. Für den nächsten Vorschlag müssen die vier noch mal runter aufs Eis. Ich würde kurz mal mein Herz anrufen. Na klar. Gut. Sehr gut. Ja, das ist eine gute Idee. Nur, dass du es weißt, da kommt dann vielleicht irgendwie eine Kostenanalyse, 3 Stühle pro Spiel und dann kommst du ins Spiel. Ich habe gerade gesagt, meine Pupskraft ist vielleicht doch nicht so groß, dass das Tausende von Euro bringt an jedem Heimspiel. Also jetzt bin ich gespannt, was da noch kommt. Das sind aber schon 2 Vögel. Also, okay, natürlich, der Mann muss richtig viel Geld haben. Die andere Nummer erzähle ich dir später mit dem Maskottchen. Da fällst du tot um. Bis dann, tschüss. Ciao. Meine Hand reicht. Es ist irgendwie abstrus. Also muss doch hier erstmal ein paar Millionen reinhauen, bevor er irgendwas. Das Stuhlkonzept an sich ist ja was Besonderes. Gibt es in keiner Eishalle in Deutschland. Mit Sicherheit nicht. Vermutlich wird es einen Grund haben. Und ein Pups wird vergoldet. Ja, es ist. Entschuldige bitte. Also. Nee, du, das ist. Also wie gesagt.
wir brauchen den Typ, wir müssen irgendeine Lösung finden. Die Frage ist, wie offen bist du sowas? Was hat er denn vorgeschlagen? Pupserei für Golden. Das andere war... Die schöne Treppe. Die schöne Treppe, die kann man ja umgestalten. Das Singen von der Frau hast du ja auch noch auf dem Zettel. Das wäre das kleinste Problem. Also ich habe jetzt mal so ein kleines Jahr von dir, nehme ich jetzt einfach mal mit. Zur letzten Runde. Also, jetzt bin ich gespannt. Ja, und da kann er auch gespannt sein. Die nächste Runde wird die härteste für Hartmut. Sie haben ja diese wunderbare Hymne geschrieben. Für die Steelers, ja. Nicht wahr? Ja. Ja. Wir haben dann gemerkt, kleine Stadt, wir machen die Großen platt. Das stimmt nicht mehr so ganz. Wir haben es. Leider. Ja. Und jetzt haben wir das ein bisschen umgetextet. Und soll ich mal anfangen einzusehen? Ja, das wäre doch schön. Das Team kommt dazu und Hartmut hat zu Recht ein bisschen Angst vor dem, was jetzt kommen könnte. Hartmut, wir schauen Zettel ab, man weiß, was kommt. Und Herr Engler, eine gute Stimme, dass Sie vielleicht ein bisschen mitsingen, dass wir es irgendwie ein bisschen charmant hinkriegen. Das ist natürlich schön. So, seid ihr startklar? Gut. Herr Engler, ich zähle auf Sie. Musik ab, bitte. Kommt in für drei, Sie zu Hause zum Mitlesen hier der Text. Originalstellen in weiß, von uns neu dazugedichtete in gelb. Hier, wo die Kuh auf einer Milchkanne steht, hier, wo der Puck sich jetzt um Manni dreht, hier, wo man feiert und dann Viadukt, hier, wo man jetzt auf die Hose guckt, hier, wo sich lauter Händler, lauter Hund, hier, wo der deutsche Pop thront, hier, wo man Aktien liebt. Hier, ja, und großen Steelers gibt. Unsere Stadt siegt dank Investment. Pur. Stopp, mal kurz. Stopp. Dankeschön. Ups. Herr Engler, Sie müssen bitte lauter singen. Das geht so nicht. Was machen Sie denn? Es tut mir leid. Da kann ich nicht mit. Da kann ich nicht mit. Aber warum denn? Ich kann so ein Blödsinn nicht singen. Das ist nicht mehr mein Lied und das ist nur noch Marketing und nur noch Invest und sorry. Also das sind die Dinge, die ich jetzt gesehen habe, so nicht machbar. Aber gefällt Ihnen der Text nicht oder was ist es denn? Ja, der Text gefällt mir natürlich nicht, das Lied kenne ich ja. Und ein paar Textzeilen habe ich auch mitgesungen, das sind die, die von mir sind. Aber die anderen gefallen mir nicht und so wird das auch nicht umgemodelt, weil das müsste ich genehmigen und das werde ich nicht genehmigen. Wir machen Musik. Und wenn man unsere Musik textlich so verhunzt, dann werde ich sauer. Dann werde ich echt sauer. Es tut mir leid. Wir haben noch eine andere Musik, wir haben noch etwas anderes vorbereitet. Vielleicht können Sie dafür Werbung machen. Das wäre schön. Sollen wir es mal abspielen? Ja? Ja? Okay, gut. Vielen Dank. Herzlich willkommen! Da verstehen Sie Spaß! Danke schön! Warte, sag das, du Arschloch! Danke, dass ihr mich so schön alle verarscht! Schaut es euch an, wenn es im Fernsehen kommt. Das wird bestimmt lustig. Liebe Spaß-Community, ihr wisst ja, was zu tun ist, wenn euch dieser Film gefallen hat. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit abonnieren, das freut uns sehr. Und wenn ihr das neue Video sehen wollt, einfach hier oben klicken.